Herzlich willkommen zum European Circle Report. In Rumänien ist der Machtkampf zwischen Regierung und Opposition vorerst beendet. Seit Monaten wird das Land durch politische Kämpfe gelähmt. Das rumänische Verfassungsgericht hat die Entmachtung von Präsident Traian Băsescu für ungültig erklärt. Damit ist sein Rivale, Ministerpräsident Victor Ponta, mit seinen Bemühungen, Băsescu aus dem Amt zu heben, gescheitert. Premier Victor Ponta und seine Regierungskoalition USL aus Sozialdemokraten PSD und Nationalliberalen PNL versuchen seit Monaten den konservativen Staatschef Traian Băsescu seines Amtes zu entlassen. Die Regierung wirft Băsescu Verfassungsbruch und Einflussnahme auf die Justiz vor. Unter anderem soll Băsescu 2010 ein Sparpaket auf Kosten der Bevölkerung durchgesetzt haben, was seit Monaten zu einer immer weiter sinkenden Beliebtheit des Präsidenten führte. Des Weiteren wird er der Kompetenzüberschreitung bezichtigt. Ende Juli entschied ein Referendum im Land über die Absetzung des amtierenden Staatspräsidenten. Die sinkende Popularität Băsescus und die wirtschaftliche Notlage des Landes hatte die Zahl der Präsidentengegner steigen lassen. So kamen bei der Volksabstimmung fast 90% Stimmen gegen Băsescu zustande. Die Wahlbeteiligung lag dabei allerdings unter 50%. Im Juli dann wurde Băsescu durch die regierende Mitte-Links-Koalition suspendiert. Aufgrund der geringen Beteiligung an der Abstimmung ließ das rumänische Verfassungsgericht das Referendum mit einer Mehrheit von 6-3 Stimmen allerdings für ungültig erklären. Rumäniens Übergangspräsident Crint Antonescu habe die Entscheidung zur Kenntnis genommen und werde den Beschluss des Gerichts respektieren. Vergangenen Montag kehrte Băsescu dann nach mehr als einem Monat wieder auf den Präsidentenstuhl zurück. Seit Wochen kritisiert die Europäische Union das Amtsenthebungsverfahren und das Vorgehen Pontas in diesem Zusammenhang scharf, da man die Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr sieht. Der Premier hatte mittels mehrerer Dekrete versucht, gesetzliche Hürden aus dem Weg zu schaffen, um Băsescu so aus seinem Amt zu heben. Unter anderem hatte er das Vetorecht des Verfassungsgerichts blockiert. Ministerpräsident Victor Ponta kritisiert das Urteil des Gerichts. Er bezeichnete den Beschluss als ungerecht, das nicht dem Willen des Volkes entspräche. Zudem bezeichnete er Băsescu als illegitimen Staatschef. Allerdings erklärte er sich dazu bereit, das Urteil zu akzeptieren. Das Land müsse wieder zur Ruhe kommen. Um die gesetzten Ziele für die Strategie Europa 2020 zu verwirklichen, bieten die Ozeane und Meere, die Europa umgeben, neues Potenzial für Wachstum und Arbeit. Die EU-Kommission schlägt daher nun eine erweiterte Meeresforschung vor. Die europäischen Gewässer sollen mittels einer digitalisierten Kartierung des Meeresbodens zusammengefasst und auf einer öffentlich zugänglichen Datenbank abgespeichert werden. Am Mittwoch leitete die Kommission eine Konsultation zum Erreichen dieser Ziele ein. Die zuständige EU-Kommissarin für maritime Angelegenheiten und Fischerei, Maria Damanaki, sprach sich für eine Kartierung des Meeresbodens aus. Vorgesehen ist eine lückenlose Digitalisierung der Meere und Ozeane mit bestmöglicher Auflösung, um sowohl Topographie und Geologie als auch Lebensräume und Ökosysteme zu erfassen. Weiterhin soll das Sammeln von Informationsdaten über den physischen, chemischen und biologischen Zustand des Wassers geplant sein, ebenso wie das Sammeln von Beobachtungsdaten über die Auswirkungen menschlicher Aktionen auf das Meer und ozeanografische Schätzungen. Die geplanten Schritte sollen anschließend frei zugänglich gemacht werden. Die europäischen Gewässer bieten ein hohes wirtschaftliches Potenzial. Die Ozeane und Meere liefern saubere Energie, die zur Unterstützung des Klimaschutzes genutzt werden kann. Zudem gilt es als Lieferant für dringend benötigtes Eiweiß und Arzneimittel sowie Enzyme aus Organismen, die unter extremen Temperaturen, Licht- und Druckverhältnissen leben können. Um das Potenzial ausschöpfen zu können, hat die Kommission beschlossen, Investitionen zu erleichtern. Das bedeutet, Kosten werden gesenkt, Risiken gemindert und Innovationen angeregt. Bis zum 15. Dezember können über die Internetseite der Europäischen Kommission noch Beiträge eingereicht werden. Das war der Report für diese Woche. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.